Dirk Wiese, guten Tag, guten Abend. Freut mich. Also, Sie arbeiten nicht seit lange hier und meine erste Frage wäre, wie sind Ihre russischen Kenntnisse, ob Sie Russisch sprechen? Erstmal freue ich mich, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Interview zu führen. Heiße Sie auch ganz herzlich hier im Auswärtigen Amt willkommen. Ich habe nach meiner Amtseinführung im April diesen Jahres mir relativ schnell ein Russischlehrbuch besorgt und auch angefangen, Russisch zu lernen. Bei meinem Antrittsbesuch in Moskau und St. Petersburg Ende Mai, Anfang Juni kam ich auch schon so langsam zurecht mit dem kyrillischen Alphabet. Das war nicht ganz einfach, muss ich zugeben, aber man konnte immer mehr im Straßenverkehr auch lesen. Von daher mache ich langsame Fortschritte, so möchte ich es mal sagen. Ich müsste manchmal ein bisschen mehr Zeit haben, aber ich bin ganz guter Dinge, dass es nächstes Jahr schon ein bisschen besser wird, denn eine bekannte Journalistin des Kommersant hat gesagt, dass sie nächstes Jahr mit mir ein Interview auf Russisch führen muss. Also von daher Da müssen Sie sich gut bis dahin muss vorbereiten. es noch besser werden. Aber nein, es macht auch Spaß, eine neue Sprache wirklich auch zu lernen und diese Möglichkeit zu haben. Und wie gesagt, man müsste nur manchmal ein bisschen mehr Zeit haben. Können Sie schon was sagen? Fragen Sie mich dann nochmal. Von daher, ich übe noch weiter. Ich weiß nicht, Sie können sagen, ich heiße Dirk Wiese. Das würde reichen. Machen wir dann alles. Ja, okay. Eigentlich ist in Berlin zum Beispiel jeder zehnte Einwohner russischsprachig. Man kann aus Russland, aus der Ukraine sein oder aus Belarus. Und haben Sie russischsprachige Bekannten, Freunde hier? Ich meine hier in Berlin, in Deutschland. Also ich habe auf der einen Seite natürlich viele interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner seit meinem Amtsantritt kennengelernt, sowohl all meinen Besuchen in den Ländern, wo ich für zuständig bin, speziell natürlich auch in Moskau und St. Petersburg, aber natürlich auch in Berlin, aber auch zu Hause in meiner Heimat in Nordrhein-Westfalen, im Sauerland. Viele, viele sind damals Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen, Russlanddeutsche, ne? Russlanddeutsche mit ihren Familien. Bin mit vielen aufgewachsen, habe mit ihnen Fußball gespielt, zur Schule gegangen. Heute gehen ihre Kinder mit meinen Kindern zusammen in den Kindergarten. Und von daher hat man da viele Berührungspunkte gehabt, auch in der Schule, aber natürlich auch außerhalb der Schule. Und ja, da ist man einfach gemeinsam miteinander groß geworden. Okay, dann gehen wir zurück zur Politik ein bisschen. Und zwar Konflikt in der Ostukraine. Diese Wörter Minsker Abkommen hören wir als Journalisten und Zuschauer schon seit fast 4 Jahren. Und das klingt ein bisschen schon wie ein Déjà-vu, weil eigentlich es gibt kein wirkliches Progress. Hätten Sie einen alternatives Plan oder soll es überhaupt eine Alternative für Minsker Abkommen sein haben? Also erstmal muss man ganz nüchtern feststellen, und da haben Sie vollkommen recht, dass wir wenig Fortschritte im Minsker Prozess haben, im Minsker Friedensprozess, so muss man das sagen. Wir haben täglich immer noch Verletzungen des Waffenstillstands an der Demarkationslinie, was uns große Sorgen bereitet. Wir haben, nachdem die neue Bundesregierung das Amt angetreten hat, mit Außenminister Heiko Maas auch eine Vielzahl von Initiativen und Gesprächen gehabt. Wir sind dabei, wieder das sogenannte Normandie-Format, das Treffen der Außenminister, wurde wieder ins Leben gerufen. Hier finden Gespräche statt, hier finden auch Arbeitstreffen statt. Wir sind mittlerweile wieder dabei, sowohl mit der russischen Seite als auch mit der ukrainischen Seite die Fragen oder Möglichkeiten einer UN-Friedensmission für die besetzten Gebiete auszuloten. Hier muss man allerdings Stand heute sagen, dass die Vorstellungen, wie diese Friedensmission aussehen sollen, von ukrainischer Seite als auch von russischer Seite noch sehr weit auseinanderliegen. Trotzdem ist es richtig, im Rahmen dieses Minsker Friedensprozesses weiter an Fortschritten zu arbeiten, Diskussionen über die UN-Friedensmission zu führen. Ich halte das für einen richtigen Ansatz, denn das Interesse, was wir letztendlich haben müssen, ist, dass die Zivilbevölkerung, die ja massiv von diesem Konflikt betroffen ist, zur Verbesserung kommt. Das betrifft auch Fragen des Gefangenenaustausches, das betrifft auch Fragen der Minenräumung, das betrifft auch Fragen, wie Pensionszahlungen letztendlich ausgeführt werden. Also wir versuchen, Fortschritte letztendlich hinzubekommen, aber wir kommen nur Schritt für Schritt voran. Das muss man auch realistischerweise einräumen. Trotzdem ist es wichtig, dran zu bleiben, die Ärmel hochzukrempeln und im Rahmen dieses Normandie-Prozesses wirklich zu Fortschritten zu gelangen. Aber die ganzen Ereignisse auf Maidan ist vor jetzt fast 5 Jahren vorbei. Und hat es überhaupt sich was geändert? Was meinen Sie? Ich bin
gerade erst in Kiew gewesen und habe in Kiew gerade mit einer Vielzahl von jungen, engagierten Aktivistinnen und Aktivisten aus der NGO-Szene, die sich im Bereich gegen Korruption engagieren, die sich für Rechtsstaatlichkeit engagieren, gesehen, wie die für Fortschritte kämpfen, wie die auch für Reformen kämpfen, die sie sich seit den Protesten auf dem Maidan auch gezeigt haben, wie die dafür eintreten, dass die Ukraine diesen Prozess weiter voranbringt. Natürlich ist das ein Weg, der nicht einfach ist, und natürlich gibt es auch immer wieder Rückschritte. Aber wenn ich gerade diese junge Generation sehe, wie die sich einsetzt, dass es im Land besser wird, das gibt mir doch ermutigende Zeichen, dass die Ukraine an vielen Stellen auf dem richtigen Weg ist. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, es sind auch noch eine Vielzahl von Reformen zu machen, auch innerhalb der Ukraine. Wir stehen jetzt davor, dass im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen stattfinden werden, im März, wahrscheinlich mit einer Stichwahl im April. Wir werden dann Parlamentswahlen haben im Herbst nächsten Jahres. Das schränkt natürlich auch politische Kompromissmöglichkeiten momentan von der ukrainischen Seite auch ein. Das muss man auch ehrlicherweise hinzugestehen. Aber diese junge Generation, die sich wirklich für eine demokratische Ukraine engagiert, für mehr Rechtsstaatlichkeit, gegen Korruption kämpft auf den unterschiedlichsten Ebenen, die machen mir wirklich Mut. Und das hat mein Besuch in Kiew gerade erst gezeigt. Sprechen wir ein bisschen weiter über Russland-Ukraine-Verhältnisse, und zwar Nord Stream 2. Gerhard Schröder ist auch aus SPD, ein guter Freund von Putin. Russland nennt man ihn auch ein bisschen öfter Russland-Versteher. Wie ist Ihr Verhältnis zu Gerhard Schröder? Also erstmal muss ich sagen... Also er hat viele Kritiker unter Politikern. Ja, aber ich glaube... Es ist eins nicht gut für die Debatte, die wir führen, dass wir vorschnell in Deutschland, wenn wir über Russland diskutieren oder Personen sich zu Russland äußern, man entweder als Russland-Versteher gilt, als Putin-Versteher oder als außenpolitischer Falke und Hardliner. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir manchmal in der Debatte haben, das halte ich persönlich für falsch und ist aus meiner Sicht auch ehrlich gesagt nicht förderlich für eine Debatte, weil wir gerade mit Russland sicherlich momentan Punkte haben auf der politischen Ebene, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine Vielzahl von Punkten, wo wir mit der russischen Seite auch gut zusammenarbeiten. Wenn ich an Städtepartnerschaftskonferenz hier im Auswärtigen Amt denke, wenn ich an die Frage denke, dass wir beide ein hohes Interesse haben daran, das Iran-Abkommen aufrechtzuerhalten, was die USA gekündigt haben. Von daher gibt es da viele Punkte, die gut laufen, die nicht so gut laufen, und Schwarz-Weiß-Denken ist in dieser Hinsicht absolut nicht förderlich, und diese Begriffe, da halte ich ehrlich gesagt nicht viel von. Ja, und dann ist natürlich ein Thema, was gerade die Frage der russisch-ukrainischen Beziehungen angeht, natürlich immer auch, und wenn ich mit ukrainischen Gesprächspartnern diskutiere, Nord Stream 2. Es gibt da große Befürchtungen von ukrainischer Seite, auch von unseren Freunden in Osteuropa, gerade von den baltischen Staaten, von Polen auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass wir eine Lösung für den auslaufenden Gastransitvertrag für die Ukraine finden, dass auch über den 31.12.2019 hinaus Gas durch die Ukraine geleitet wird, weil das einen erheblichen Anteil des ukrainischen Staatshaushaltes ausmacht. Sie wissen, dass hier Gespräche laufen von Seiten der EU-Kommission mit Russland, mit der Ukraine. Hier spielt auch Entflechtungsfragen von Naftogas eine Rolle. Wir unterstützen das von deutscher Seite sehr. Und wenn wir eine Anschlusslösung finden über den 31.12.19 hinaus, ich glaube, das wäre ein wirklich wichtiger Punkt, der gewisse Sorgen auch von der ukrainischen Seite nehmen würde. Und darum arbeiten wir mit Nachdruck daran, wirklich hier eine Lösung zu finden. Aber haben Sie sich irgendwann mit Gerhard Schröder getroffen? Sie haben es ja gesagt, Gerhard Schröder ist Mitglied der SPD. Ich bin 2003 in die SPD eingetreten, als er noch Bundeskanzler der Republik Deutschland war. Er hat mich nicht sofort angerufen, als ich 2003 in die SPD eingetreten bin. Da hat er, glaube ich, Wichtigeres zu tun gehabt. Man kennt sich aber, man sieht sich auch auf SPD-Parteitagen natürlich. Okay, in den letzten Monaten, sagen wir, seit April. Ja, Sie müssen natürlich sehen, ich bin eine etwas jüngere Generation mit meinen 35 Jahren. Von daher ist da nicht sofort der Kontakt da. Aber man kennt sich natürlich, und ich schätze seine Arbeit, die er als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gemacht hat, sehr. Ich erinnere da nochmal damals an sein Nein im Hinblick auf den Irakkrieg, was, glaube ich, eine absolut richtige Entscheidung gewesen ist. Und von daher hat Gerhard Schröder Verdienste für diese Bundesrepublik Deutschland gemacht. Und ich muss manchmal sagen, wenn ich dann höre, dass er plötzlich zum Staatsfeind erklärt wird oder Ähnliches, was in den letzten Tagen wieder im Gespräch gewesen ist, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich glaube, er war schon ein wichtiger Kanzler für diese Bundesrepublik Deutschland, hat gerade in außenpolitischen Fragen, gerade was das Nein zum Irakkrieg anbelangt, wichtige Entscheidungen getroffen, die im Nachgang mehr als richtig gewesen sind.
Ich habe auch die Leute auf der Straße gefragt, ob die an Dirk Wiese, der Beauftragte für Russland und post-sowjetischen Okay. Länder, Ja. Fragen stellen Ja. wollten. Und einige haben zugesagt und hier habe ich ein paar Fragen Okay. aufgenommen. Machen wir. Кто более опасен для Германии, Путин или Трамп? Es ist zweifelsohne richtig, dass wir momentan gerade auch im Hinblick auf die transatlantischen Beziehungen und gerade auf den US-Präsidenten sicherlich vor einigen Herausforderungen stehen. Und wenn ich manchmal morgens aufwache und mir schon die ersten Twitter-Meldungen anschaue, dann macht mir das schon große Sorgen, wie sich das entwickelt. Keine Frage. Aber nochmal, ich halte ein Schwarz-Weiß-Denken in der Politik für den falschen Weg und darum nochmal gesagt, es gibt Punkte mit der russischen Seite, da sind wir nicht einer Auffassung. Es gibt Punkte, da arbeiten wir auch gut und kooperativ zusammen. Es gibt mit den Vereinigten Staaten sicherlich Punkte, wo wir momentan definitiv nicht einer Auffassung sind, aber es gibt auch Punkte, wo man auch mit den Vereinigten Staaten gut zusammenarbeitet. Von daher glaube ich, müssen wir mehr schauen, müssen wir mehr auf uns schauen, auf Deutschland, in einem vereinigten Europa und letztendlich unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je momentan. How could Germany take part in a situation between Syria, USA and Russia? Ich glaube, dass gerade das Treffen, was stattgefunden hat von Seiten der Bundeskanzlerin in der Türkei zur Lösung der Frage in Syrien, wie wir zu Fortschritten kommen, dass auch die Vielzahl von Treffen, die stattgefunden haben, mit der Bundeskanzlerin, mit Staatspräsident Putin gezeigt haben, dass wir daran interessiert sind, Lösungen zu finden, auch gerade für die Menschen vor Ort, die von dem Bürgerkrieg in Syrien betroffen sind. Und hier ist es so, dass wir zu Fortschritten versuchen zu kommen, dass wir Lösungen versuchen zu finden, ausgehend natürlich auch von dem Astana-Prozess, der stattgefunden hat, aber auch von den Gesprächen, die in Genf stattgefunden haben, wie man hier jetzt weiter vorankommt. Und ich glaube, hier kann man gemeinsam Lösungen entwickeln, aber es liegt auch noch ein gehöriges Stück Arbeit vor uns. Das muss man auch ehrlicherweise einräumen. Aber nochmal die Treffen von Staatspräsident Putin und der Bundeskanzlerin, auch mit dem französischen Präsidenten Macron, die zeigen, dass das Thema auf der Tagesordnung der Bundesregierung ganz weit oben steht. Was steckt hinter dem Russland-Ukraine-Konflikt? Wie ist der entstanden und warum? Ich will da gerne ruhig nochmal darauf antworten, weil das eine Frage ist, die natürlich auch häufiger kommt. Man muss schon sagen, dass eigentlich das, was die Ostpolitik Willy Brandt ausgemacht hat, konstruiert damals auch von Egon Bahr, die hat geendet mit der KSZE-Schlussakte 1975 in Helsinki. Das war eins der wegweisendsten Dokumente zu sicherlich schwierigen Zeiten im damaligen Kalten Krieg. Und die hatte als eine Grundvoraussetzung, was 1990 in der Charta von Paris bestätigt worden ist, die Unverletzlichkeit der Grenzen, dass man nicht gewaltsam Grenzen verschiebt. Und die völkerrechtswidrige Annexion war einer der ersten Schritte, dass man hiergegen wieder verstoßen hat. Und das ist auch etwas, wo wir definitiv mit der russischen Seite unterschiedlicher Auffassung sind. Wir hatten gerade den Petersburger Dialog, wir hatten gerade weitere Formate, wo das auch immer wieder ein Thema ist, wo wir der russischen Seite deutlich machen, dass wir hier eine völlig andere Auffassung haben, auch eine völlig andere rechtliche Auffassung haben. Und das ist halt etwas, was momentan die Beziehung an der Stelle auch nicht so einfach gestaltet. Und da muss man aber trotzdem mit der russischen Seite im Dialog bleiben. Denn ich glaube, auch gerade wenn politische Beziehungen manchmal schwierig sind, wenn man manchmal auch Meinungsverschiedenheit hat, umso wichtiger ist es, miteinander zu reden und im Austausch zu bleiben. Warum werden die Menschenrechte im Prinzip in Russland nicht so geachtet wie in wirklichen Demokratien? Wann setzen Sie sich, Herr Politiker, endlich dafür wirksam ein, dass diese weit verbreitete russische Homophobie beseitigt wird? Wissen Sie, wenn man den Umfragen sich in Deutschland anschaut, dann haben 80% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein großes Interesse daran, dass sich die Beziehungen mit Russland wieder verbessern. Und das Wichtigste jenseits von politischen Meinungsverschiedenheiten ist, dass man den Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern fördert. Ich glaube, das ist wichtiger denn je in schwierigen Zeiten. Wir haben gerade im Auswärtigen Amt eine Abschlussveranstaltung mit Heiko Maas und Sergej Lavrov gehabt zum Jahr der Städtepartnerschaften. Wir haben über 100 Städtepartnerschaften zwischen der deutschen und russischen Seite, die bekanntesten Köln und Wolgograd oder Dortmund, Rostov am Don. Und an dieser Konferenz hier haben über 1000 Teilnehmer stattgefunden. Wir haben drei neue Städtepartnerschaften geschlossen. Wir haben auch eine trilaterale Städtepartnerschaft geschlossen zwischen Frankreich, Deutschland und Russland. Und gerade diese kleinen Projekte
aus der Zivilgesellschaft heraus, von den Bürgerinnen und Bürgern, die sind gerade in solchen Zeiten wichtiger denn je. Und wir haben jetzt 2019 und 2020 das deutsch-russische Kreuzjahr der Wissenschaft und Hochschulkooperation. Wir haben über 1000 Kooperationen zwischen deutschen Universitäten, Fachhochschulen und russischen Universitäten und der russischen Wissenschaft. Und gerade hier können wir versuchen, Brücken zu bauen. Wir können auch den Jugendaustausch weiter fördern. Wir können Jugendliche zusammenbringen. Aber wie könnte das Homophobie helfen? Verstehe ich nicht. Was ich sagen will, ist, dass wir versuchen müssen, in schwierigen Zeiten die Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Und es ist natürlich so, dass es im Bereich der Menschenrechtsfragen und der Ansichten Meinungsverschiedenheit zwischen der russischen Seite gibt. Aber Russland ist immer noch auch Mitglied des Europarates. Und Russland hat hier auch die Deklarationen im Europarat unterschrieben. Und die haben auch Gültigkeit. Und ich hoffe sehr, dass Russland auch Mitglied im Europarat bleiben wird. Da haben wir momentan eine nicht einfache Diskussion. Und von daher ist es aus unserer Seite wichtig, auch über diese zivilgesellschaftlichen Foren, auch Themen, wie gerade auch der Bürger angesprochen hat, zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen auch zuzulassen, aber das auch möglich zu machen. Und ein Beispiel dazu, wie wir so etwas möglich machen und wie wir sowas auch von deutscher Seite fördern. Wir haben Projektmittel für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft von deutschen Partnern und russischen Partnern. Die haben wir in 2018 von 14 auf 17 Millionen aufgestockt und jetzt gerade in den Haushaltsberatungen nochmal auf 18 Millionen. Das heißt, wir fördern diese Diskurse, um auch solche Themen und solche Fragen zu diskutieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was aus unserer Sicht wichtig ist. Und ich lade den Bürger auch herzlich ein, sich auch an diesen Foren zu beteiligen, auch mitzumachen, sich einzubringen, denn Diskussion lebt vom Austausch der Argumente auch zu Themen, wo vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen bestehen. Ich sage noch ein paar Wörter zu Homophobie. Vor 2 Wochen ungefähr hatten wir ein Interview mit einer tschetschenischen Frau, die in Grozny die tschetschenische Gays hilft, zu ausreisen, sich zu verstecken, die Familien von diesen Gays. Und vor 2 Tagen hat sie uns angeschrieben und sie müsste ausreisen aus Russland. Tschetschenei ist Russland. Und ich habe so ein Eindruck, dass eigentlich die Politiker ein Auge zu diesem Problem machen. Es ist wirklich ein Problem. Also wir haben eine Vielzahl von Initiativen, gerade auch von deutscher Seite, die mit russischen NGOs zusammenarbeiten, um sich für die Rechte der LGBT-Szene einsetzen. Wir haben zum Beispiel Kooperationsprojekte, gerade auch aus den Städtepartnerschaften heraus, und das wollte ich vorhin noch ausführen, aus Hamburg, St. Petersburg, wo sich wirklich eine aktive Lesben- und Schwulenszene aus Hamburg für die Rechte letztendlich derjenigen in Russland einsetzt. Wir haben während der Fußball-Weltmeisterschaft auch Möglichkeiten gesehen, dass es Anlaufstellen gegeben hat, dass eine gewisse leichte Öffnung stattgefunden hat. Wir stellen aber momentan wieder fest, dass doch die Repressalien wieder zunehmen und dass gerade auch in der russischen Gesellschaft die Ablehnung gegenüber der LGBT-Szene doch an vielen Stellen auch wieder steigt. Und unsere Aufgabe ist es letztendlich auch mit unseren Mitteln und Möglichkeiten immer wieder auf die Rechte aufmerksam zu machen, deutlich zu machen, dass es hier auch um Menschenrechte geht. Und ja, Sie haben gerade Tschetschenien angesprochen. Tschetschenien ist natürlich noch einmal eine besondere Herausforderung. Ein Bundestagskollege von mir war gerade beim Prozess gegen Ojub Titijew vor Ort gewesen, von Memorial, der mit einer sehr fragwürdigen Anklage konfrontiert wird und hat diesen Prozess beobachtet. Und wir stellen auch fest, dass gerade die Frage von sexuellen Minderheiten auch gerade in Tschetschenien erhöhte Aufmerksamkeit bedarf und wir immer wieder deutlich machen müssen, es geht hier auch um elementare Menschenrechte. Hier gibt es Vereinbarungen im Europarat, die hat auch Russland unterschrieben und wir versuchen da, wo wir es können, auch hier wirklich diese zivilgesellschaftlichen Gruppen zu unterstützen. Wie wird sich die weitere Entwicklung zwischen Russland und der Europäischen Union entwickeln? Ich glaube, dazu haben Sie schon was gesagt, oder wenn Sie mögen. Ja, aber das war eine wichtige Frage, die, glaube ich, gerade noch mal gekommen ist, weil wirklich explizit gefragt worden ist, wie sich die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und Russland und der Russländischen Föderation letztendlich entwickelt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil manchmal hat man noch den Eindruck, den ich gerade in Gesprächen mit russischer Seite merke, man möchte am liebsten in Berlin anrufen und dann versucht man eine Lösung zu finden zwischen Berlin und Moskau und die gilt dann plötzlich für die ganze Europäische Union. Und ich glaube,
glaube, hier gibt es einen fundamentalen Unterschied zur Ostpolitik der 70er Jahre von Willy Brandt und Egon Bahr. Ostpolitik und gerade auch Politik gegenüber Russland muss heute europäisch gedacht werden. Wir müssen enge Abstimmungsprozesse mit unseren osteuropäischen Mitgliedstaaten machen, mit den baltischen Staaten, mit Polen, mit den Visegrad-Staaten. Und wir müssen dem entgegenwirken, dass diese Länder das Gefühl haben, wir haben irgendetwas über ihre Köpfe hinweg entschieden. Und das ist, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied. Und ja, wir müssen auch schauen, wie wir von europäischer Seite bestimmte Projekte mit der russischen Seite intensivieren können. Ich denke zum Beispiel da an die Zusammenarbeit der EU in Wirtschafts- und Handelsfragen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Hier kann man Möglichkeiten finden, wie man für unsere beiden Wirtschaftsräume gemeinsame Standards entwickelt, gerade vor dem Hintergrund der chinesischen Herausforderung. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, weil gerade die Eurasische Wirtschaftsunion ist zwar dominiert von Russland, aber sie ist nicht nur Russland. Sie ist auch gleichzeitig Kasachstan, Armenien, Belarus als wichtiger Partner. Und hier gibt es Möglichkeiten, wie die Europäische Union auch diese Beziehung intensivieren kann. Und das ist auch etwas, wofür uns wir sehr einsetzen. Von daher war das eine wichtige Frage, die der Bürger gestellt hat. Und die letzte Frage, ich muss die Frage stellen, dass Sie, wie gesagt, Mitglied der SPD sind. Und SPD, sagen wir mal, geht es jetzt nicht so gut? Und welche sind die drei Hauptprobleme oder nennen Sie drei schwachen Seiten von SPD jetzt? Mache ich gerne. Erstmal möchte ich aber sagen, dass die SPD sicherlich momentan in den Umfragen noch Luft nach oben hat. Und es ist natürlich schöner, wenn man sonntags die Zeitung aufschlägt und die Umfragen sind bei 30%, keine Frage. Nichtsdestotrotz tun wir eine ganze Menge, um wieder auch unsere Politik voranzubringen und zu diskutieren. Wir haben zum Beispiel vor 3 Wochen ein Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion einstimmig zur Russlandpolitik verabschiedet. Ich kann nur alle ermuntern, da mal einen Blick reinzuwerfen. Da stehen viele Möglichkeiten drin, wie man gerade in schwierigen Zeiten Dialog voranbringen kann und an einer Verbesserung der Beziehung arbeiten kann. Ansonsten, glaube ich, hat die SPD momentan eigentlich 3 große Themen vor der Brust, um die wir uns kümmern müssen. Das eine ist Friedenspolitik. Wir haben mittlerweile gerade durch die Aufkündigung des INF-Vertrages eigentlich wieder Fragen von Aufrüstung vermehrt im Mittelpunkt, wo man eigentlich gedacht hätte, durch die Verträge der 80er Jahre würden wir eigentlich wieder über Abrüstung eigentlich diskutieren. Und wir müssen wieder mehr über Frieden diskutieren. Wie sichern wir Frieden in der Welt, in Europa und wie können wir eigentlich auch mehr... Aber glauben Sie wirklich, dass es jetzt die deutsche Bürger interessiert? Und absolut. Bringt SPD wieder 30% statt 15%? Absolut. Ich kann Ihnen nur sagen, durch meine Arbeit und in vielen Gesprächen mit Bürgern vor Ort und gerade auch in Veranstaltungen, dass das Thema Friedenspolitik und wie sichern wir diesen Frieden ein ganz wichtiges Thema ist. Und Willy Brandt hat mal den Satz gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und der hat nach wie vor Gültigkeit. Und wenn wir gerade darüber diskutieren, über Aufrüstungsfragen, über die Kündigung des INF-Vertrages, dann spielt dieses Thema eine absolute Rolle, gerade für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Die zweite Frage, die sich die SPD stellen muss, ist, wie kriegen wir das soziale Netz wieder enger? Wie können sich die Leute darauf verlassen, auch in schwierigen Zeiten eine Absicherung zu erfahren? Ich glaube, das ist eine wichtige Herausforderung. Und der dritte Punkt ist, wie kriegen wir Wirtschaft und Umwelt zusammengedacht? Das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen auch im Hinblick auf den Klimawandel. Willy Brandt hat mal in den 70er Jahren gesagt, der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das haben wir geschafft und gleichzeitig ist Deutschland wirtschaftlich erfolgreich. Und das zeigt halt einfach, dass die SPD Wirtschaft und Umwelt zusammenbringen kann und wir die einzigste Partei sind, die das hinbekommen kann. Von daher 3 Themen, Friedenspolitik, das soziale Netz muss enger werden und Wirtschaft und Umwelt zusammendenken. Und wenn wir das auf den Weg gebracht kriegen als SPD, dann kriegen wir auch wieder 30% plus X hin. Vielen Dank, Herr Wiese. Gerne. Это была программа «Берлинские окна». Я Марфа Смирнова. У нас в гостях был Дирк Визе.